Hallo liebe Hyperspace-Reisenden, heute möchte ich euch einen einfachen Server zum Aufsetzen einer Cloud mit WebDAV genauer vorstellen. Und zwar heißt die Lösung SFTP Go. Der Name legt es bereits nahe, das System ist in erster Linie auf die Nutzung von SFTP ausgelegt. SFTP ist ein verschlüsseltes Protokoll zur Dateiübertragung. SFTP Go beherrscht aber auch WebDAV. Zur Einrichtung gehst du ganz einfach auf die Webseite sftpgo.com und wählst dann hier im Menü den Bereich Docs für die Anleitung. Hier findest du dann eine Getting Started Guide. Und daran orientieren wir uns heute auch. Ich klicke hier auf den Bereich Installation und finde dann dort die Installationsanleitung für die verschiedenen Betriebssysteme, unter anderem auch Ubuntu oder Debian. Wir verwenden hier Debian als Basis, Debian Stable. Diese Versionen sind aktuell supported. Wir müssen hier als erstes mal den GPG-Key herunterladen und zwar mit curl. Das heißt, falls curl noch nicht installiert ist, sollten wir dies zunächst nachholen. Sudo apt install curl. Ich bin hier sogar schon als root unterwegs. Das kannst du dann entsprechend so einrichten. Dann habe ich jetzt curl installiert und kann jetzt hier danach entsprechend schon loslegen, den Key hier einzurichten. Er möchte hier noch GNU-PG haben. Das installieren wir eben auch noch und wir laden dann mit curl diesen GPG-Key runter und speichern ihn im Textformat in der Datei usershare-keyrings-sftpgo-archive-keyring.gpg. Das hat er jetzt gemacht. Als nächstes können wir diese Sources-List erstellen. In der Sources-List wird das Repository für das Projekt hinterlegt. Und zwar wird hier ein Codename verwendet. Wir können den hier auslesen. Codename gleich lsb underline release-c-s und das können wir dann mal direkt auch manuell ausführen und dann sehen wir sofort, was da reingeschrieben wird in diese Umgebungsvariable. Und zwar schreibt er hier Bookworm rein, das ist der aktuelle Debian Stable Release, das kann je nach verwendeter Distribution was anderes sein. Danach führen wir hier diesen Echo-Befehl aus, denn der erstellt uns dann tatsächlich mit dem sudo t diese Sources List, die brauchen wir natürlich. Das mache ich jetzt mal. Und hier wird dann diese Variable Codename verwendet. Und das schreibt ihr dann tatsächlich hier in diese Datei rein. Die können wir uns mal anschauen. Cut slash etc slash apt slash sourceslist.de und sftpgo.list. Und da sehen wir jetzt hier, hat er tatsächlich auch Bookworm direkt schon reingeschrieben. Wir haben jetzt also diese Sources List vorbereitet und können unser System, also die Paketlisten, nun als allererstes mal aktualisieren. Das machen wir wie üblich mit sudo apt update und danach können wir auch schon die eigentliche Applikation installieren. Das mache ich jetzt mal hier. Wichtige Voraussetzung ist, wie immer, wenn du das Ganze im Self-Hosting bei dir zu Hause installieren möchtest, dann musst du deinen Router entsprechend vorbereiten und zwar zumindest für die Einrichtung mit SSL den Port 80 forwarden und nachher noch einen entsprechenden Port für die Nutzung von HTTPS und für WebDAV. Das schauen wir uns gleich im Detail aber nochmal an. Wir haben jetzt die Software hier schon installiert und wir können die auch schon direkt mal anschauen und zwar hat er jetzt hier die Software im Hintergrund bereits eingerichtet und er sagt mir dann hier als nächstes bei der Konfiguration, wie ich die dann tatsächlich aufrufen kann. Wir sind jetzt hier noch im Getting Started Bereich. Wir sagen jetzt hier als allererstes mal sudo netstat-antp und schauen mal, was er denn tatsächlich jetzt hier schon laufen hat. Läuft schon was? Und zwar läuft hier auf Port 8080 aktuell SFTP-Go. Und hier läuft auch schon ein Dienst und zwar ist der für SCP zuständig. Ich gehe jetzt hier mal auf Localhost, Doppelpunkt 8080 und bin hier jetzt schon auf dem Verwaltungsfrontend von SFTP-Go drauf. Hier kann ich mir als erstes mal einen Admin-User anlegen. Den nenne ich jetzt mal Tux und gebe dem jetzt hier ein entsprechendes Passwort. Das Ganze kannst du wie immer bei dir zu Hause nachbauen. Ich empfehle dir natürlich, meine Linux-Distribution TuxWiz in der Mini-Variante zu nehmen, denn die eignet sich sehr, sehr gut für die Einrichtung deines Home-Servers.
Wir sind jetzt hier also schon im Admin-Frontend von dieser SFTP Go-Installation und können hier schon sofort loslegen. Hier könntest du jetzt direkt noch 2-Faktor-Authentifizierung konfigurieren, falls du das möchtest. Wir haben jetzt als erstes mal nur SFTP Go installiert. Das ist jetzt im Augenblick noch nicht von extern erreichbar und wir möchten jetzt als erstes mal die SSL-Konfiguration vornehmen. Und dafür gibt es hier im Bereich Configurations den Punkt ACME und dort kann man das SSL-Zertifikat beantragen. Und zwar musst du natürlich eine Domain haben. Ich habe hier in meinem Fall eine dünn-DNS-Domain, die heißt tuxwiz.mu.com und die zeigt direkt bei mir auf meinen Home-Server, also auf meinem Router. Hier gebe ich eine E-Mail-Adresse für das Zertifikat an, astronaut@spacefun.ch und hier diesen Port, der im Router geöffnet sein muss. Hier kann ich nachher sagen, für was er denn tatsächlich das Zertifikat alles nutzen soll. Und ich sage hier gerade mal HTTP, FTP und WebDAV. Wir möchten jetzt bei SFTP Go nachher natürlich wirklich nur die WebDAV-Installation nutzen. Du kannst aber auch das System genauso gut für SFTP nutzen, denn darauf ist es ausgelegt. Ich sage jetzt hier Speichern und dann schauen wir doch mal, ob er dieses Zertifikat auch schon beziehen kann im Hintergrund. Sollte das nicht der Fall sein, dann ist möglicherweise deine Domain nicht richtig eingerichtet. Die muss wirklich auf deine IP-Adresse deines Routers zeigen. Hier hat das jetzt im Hintergrund schon erfolgreich erledigen können. Wie üblich habe ich euch für diese Installation hier so ein kleines Cheat-Sheet erstellt und da schreibe ich die wichtigsten Befehle alle mal raus und wir sind hier schon angekommen. Also wir haben jetzt hier SFTP Go schon installiert und können jetzt schon mit der eigentlichen Konfiguration anfangen. Was wir jetzt hier als erstes mal machen möchten, ist, dass wir halt für WebDAV auch das SSL-Protokoll aktivieren möchten. Denn wir möchten WebDAV verschlüsselt nutzen und du könntest hier im Server Manager im Statusbereich sehen, dass dazu aktuell nur bisher sogar WebDAV disabled ist und dann, wenn du es enabled hättest, tatsächlich sogar nur HTTP im Moment zum Einsatz kommt. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an und dazu bearbeiten wir hier diese Datei etc/sftp-go-env.d, denn da kann man einfach über Environment-Variablen Konfigurationseinstellungen vornehmen. Wir gehen jetzt mal in eine Datei webdav.d.env und schreiben dann mal anhand der Anleitung diese entsprechenden Konfigurationseinstellungen herein. Die paste ich jetzt hier mal rein und hier wird zum Beispiel das Zertifikat angegeben. Da musst du den Namen natürlich anpassen auf deine Domain, denn das Zertifikat wird natürlich im Namen deiner Domain eingerichtet. Ich sage jetzt mal Ctrl-O, Enter, Ctrl-X beenden. Wir können uns das auch nochmal angucken, ls-al, varlib-sftp, Go-Zerts und da liegt dann dein Zertifikat. Das müssen wir mit sudo machen, denn mein normaler User hat da gar keine Rechte drauf. Ihr seht, hier hat nur der User sftp-go Rechte und natürlich root. Wir haben jetzt also WebDAV eingerichtet und das auch entsprechend verschlüsselt. Und jetzt können wir mal als allererstes mal den Dienst neu starten. Und das machen wir als erstes mal. Wir könnten dann nämlich mal im Backend schauen, was da passiert ist. Schauen wir jetzt nochmal, System, das muss natürlich auch wieder als root gemacht werden, sudo service sftp go restart. Ich schreibe euch das entsprechend hier auch noch mit rein, dann habt ihr es sauber. Jetzt hat er den Dienst im Hintergrund schon neu gestartet und jetzt sollten wir hier im Bereich Status direkt schon sehen, was da gelaufen ist. Jetzt hat er hier schon HTTPS auf Port 8080 aktiviert, das möchten wir nachher natürlich noch ändern, da möchten wir einen eigenen Port für wählen. Ich greife jetzt aber erstmal auf Port 8080 hier zu. Das ist jetzt natürlich auch nicht die richtige Domain. Ich melde mich hier an und kann jetzt hier mit meinem Passwort wieder auf das System zugreifen. Hier ist er jetzt allerdings nicht im Admin-Modus, sondern im User-Modus. Ich muss jetzt hier auf GoToWebAdmin gehen und kann mich erst dann als Admin anmelden. Das ist ein Admin-User, der hat keinen normalen User-Account. Und jetzt können wir hier im Bereich Server Manager unter Status nochmal schauen, ob WebDAV denn jetzt aktiv ist. WebDAV ist aktiv und er nutzt hier auch das Protokoll HTTPS und nicht HTTP. Das ist also ganz wichtig. Und er hat hier einen Port 10443. Wir möchten jetzt das Web-Frontend auch noch auf einen anderen Port laufen lassen mit HTTPS, nicht mehr auf Port 8080. Und da nehmen wir auch noch eine kleine Konfiguration in einem Env-File vor, die sehr ähnlich aussieht wie das, was wir schon haben.
Also sudo nano etc sftp go env.d http dnv und da paste ich jetzt den Inhalt hier rein und da muss dann auch das Zertifikat natürlich wieder angepasst werden. Also hier der Name tuxwiss.mu.com, den musst du auf deine dünn-DNS-Domain oder deine Domain hin anpassen. Hier siehst du auch den Port, den ich gerne verwenden möchte. Das wäre jetzt 9443. Ich könnte aber auch einfach den Port 443 wählen. Das mache ich jetzt mal und sage jetzt hier Ctrl-O, Enter, Ctrl-X beenden. Jetzt kann ich nochmal den Service neu starten mit sudo service sftp go restart. Und jetzt sollte der Dienst tatsächlich dann auch über Port 443 schon erreichbar sein. Das schauen wir mal. tuxwiss.mu.com. Und ich mache auch noch ein HTTPS davor, dann geht er auch gerade verschlüsselt da drauf. Und jetzt bin ich schon über das Internet hier tatsächlich auf meiner SFTP-Go-Instanz drauf und kann mich hier wieder über GoToWebAdmin als mein Admin anmelden. Ich sage jetzt hier Tux, gebe mein Passwort ein und bin jetzt hier schon drin. Als allererstes würde ich jetzt mal einen neuen User erstellen. Das kann ich hier im Bereich Users machen, Add. Und jetzt sage ich zum Beispiel Username Astronaut. Ein Passwort gebe ich jetzt hier ein Passwort ein und damit könnte ich hier auch schon loslegen. Hier könnte ich bei der Verwendung von SFTP auch noch einen Public Key hinterlegen. Das müsste ich dann hier machen und ich sage jetzt aber einfach mal Save und dann werden die Defaults verwendet. Jetzt melde ich mich mal hier nicht am Backend an, sondern gehe einfach auf tuxwiss.mu.com. Hier sehe ich, dass ich im Frontend bin und melde mich jetzt hier mit Astronaut an und gebe jetzt hier mein Passwort ein. Jetzt bin ich tatsächlich hier schon in dem Webfrontend aus Client-Sicht, also aus User-Sicht und kann hier einzelne Dateien auch tatsächlich schon hochladen. Ich sage jetzt hier einfach Drag and Drop, könnte jetzt diese SFTP-Go-Text da hochladen, sage Save und dann ist das Ganze hier auch schon im Web-GUI sichtbar. Ich könnte das auch sharen, wie jetzt zum Beispiel auf einer Nextcloud. Ich könnte mir hier einen Share erstellen, Ordner zum Beispiel Shared, New Folder, sage jetzt Shared, Enter und könnte jetzt hier ein neues Share erstellen, Add, Share. Dann könnte ich zum Beispiel sagen, wie kann mein Gegenüber darauf zugreifen? Dann sage ich hier ein Pass, slash Shared und sage dann hier zum Beispiel, ich gebe noch ein Passwort ein und könnte noch ein Expiration Date definieren. Dann sage ich hier Save und damit ist das Share auch schon erstellt. Und hier kann ich dann über diesen Link zum Beispiel einen Single Directory Link einfach kopieren und dann kann ich dem mein Gegenüber geben und der kann dann ganz einfach mit dem Passwort auf diese Dateien zugreifen. So kann ich auf einfache Weise schon mal Daten austauschen mit Freunden und Bekannten. Ich könnte hier auch einen Shared Folder für alle User, die auf der SFTP-Go-Instanz arbeiten, gemeinsam anlegen. Das ist also auch möglich. Und dann kann ich sogar noch definieren, wer was können darf, also ob man lesen, schreiben kann oder nur lesen. Das ist alles möglich. Wir möchten jetzt aber natürlich über WebDAV darauf zugreifen und für WebDAV muss man noch ein bisschen was beachten, falls noch nicht installiert. Dann sollte man auf jeden Fall das DAVFS2 installieren, das ist jetzt hier schon drauf, sudo apt install DAVFS2, das ist das Paket. Und dann kann man zum Beispiel auch über den Dateimanager Thuna direkt auf dieses Share zugreifen. Und zwar muss man jetzt natürlich dann über diesen Port, den er jetzt vorhin in der Konfiguration angegeben hat, über WebDAV zugreifen. Das können wir nochmal schauen. Sudo netstat, ist ANTP. Ich könnte jetzt hier auch pipe grep sftp go noch eingeben und dann sehe ich nur die Dienste, die hier über sftp go freigegeben sind. Und da sehe ich jetzt hier diesen Port, den er vorhin bei WebDAV genannt hat, 10443. Und jetzt können wir mal versuchen, ob wir tatsächlich schon über WebDAV hier auf diesen Server zugreifen können. Und dazu könnte ich jetzt mal hier in Thuna in der URL einfach mal die URL eingeben, tuxwiss.mu.com und dann Doppelpunkt 10443. Jetzt müsste er eigentlich übers Internet gehen, deswegen kommt er da jetzt noch nicht drauf, weil dieser Port tatsächlich noch nicht in meinem Router freigegeben ist. Also den müsste ich, diesen Port 10443, den müsste ich jetzt auch noch in meinem Router freigeben, sonst geht das natürlich nicht. Wir sind jetzt hier, da wir jetzt direkt auf dem Server sind, könnte ich jetzt auch direkt über Localhost zugreifen. Da sagt jetzt natürlich, das Zertifikat stimmt nicht, denn das lautet hier auf tuxwiss.mu.com. Ich sage jetzt trotzdem mal ja, Astronaut, könnte jetzt hier das Passwort eingeben und könnte das sogar
hier speichern im Passwort-Safe, dann könnte ich direkt darauf zugreifen. Und hier sehe ich schon meine Dateien, die ich auch im Web-Frontend gesehen habe, ganz einfach zum Zugriff. Du musst bedenken, wenn du WebDAV unter Windows nutzt, dann ist in der Registry eingestellt, dass standardmäßig die maximale Dateigröße 50 Megabyte betragen darf. Das ist natürlich sehr, sehr wenig. Das müsstest du entsprechend anpassen. Wie das geht, habe ich dir hier auch hier unten im Cheat Sheet mit verlinkt und dann kannst du das genau nochmal nachlesen. Das Cheat Sheet findest du wie immer bei uns in der Telegram Community. Da kommst du ganz einfach drauf über www.spacefun.ch und kannst dann hier den Punkt Telegram wählen und dann bist du schon bei uns dabei. Also wenn du irgendwelche Fragen hast zur Einrichtung dieses Systems, sei wirklich nicht scheu, komm bei uns in die Telegram-Community, wir helfen dir gerne weiter und dann bin ich mir ganz sicher, dass du das auch selber hinkriegst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen von dieser Lösung SFTP Go. Ich finde das eine ganz tolle Lösung, sehr schlank, einfach einzurichten und super zu verwenden. Viel Spaß und bis bald. Tschüss.